Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch hier auf dem Kanal. Es ist wieder Mirage. Haben wir nicht letztes Mal auch gerade Mirage gehabt? Keine Ahnung. Ja, wir beobachten mal ganz genau. Gerade eben, als ich angemacht habe, sah es, wow, kurz so aus, als hätte er ein Spinbot. Aber die Runde wird kurz vorgespult. Ich war halt gerade in so einem Vorspulmoment. Ich glaube, es war einfach nur dieser Vorspul-Demo-Fehler-Fail oder so. Keine Ahnung. Er hat ziemlich krass da gerade eben hingeguckt, als würde er sich schon durch die Wand sehen. Wird aber selbst auch durch die Wand gesehen und fliegt voll auf den Kopf drauf. Den hat er, ich glaube nicht, dass er ihn gehört hat. Ich habe auf Pause gedrückt. Ich glaube, dass er den noch im Blick hatte. Also ich vermute hier bereits jetzt schon am Anfang, Schissel, das mache ich, habe ich sehr ungern, eine Emo-Unterstützung und ein Wallhack. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. Ich habe eben das geilste Spiel der Welt gehabt, Leute. Auch wieder Full Matchmaking, extra für euch aufgenommen. Das ist genau das Gegenteil von diesem Rage-Game. Genau das Gegenteil. Abnormal. Also ihr könnt euch da auf was Dickes freuen. Das war der Hammer. Entschuldigung. Das werde ich dann morgen hochladen. Und ja, das wird bestimmt richtig geil. Ich habe jetzt unter... Also immer mal wieder liest man unter Overwatch-Videos von irgendwelchen sehr unerfahrenen Leuten. Man sieht doch eindeutig oder der ist doch eindeutig und eindeutig und hin und her. Ihr müsst echt... Erstes Mal logisch, dass ein unerfahrener Spieler oder einfach schlechtere Spieler, Leute, die, ich denke, na, die Erfahrung ist einfach das A und O. Gerade die Erfahrung mit Overwatch, okay, der hat halt Ultra an, dass man da schnell was vermutet. Man kennt das ja von Silberspielern, ne? Wenn die gegen einen Supreme spielen mal oder einfach nur gegen einen Gold Nova 4 oder so, dann callen sie direkt Cheats. Du kannst sogar, also selbst wenn ein Silber in einer Silber-Elo mal einen Headshot macht, dann sagen die Leute direkt, oh, warte mal. Und viele Leute ziehen es dann direkt auch ins Overwatch rein. Ich denke, wenn man selbst schon einige hundert Overwatches gemacht hat und sich so ein bisschen mit der ganzen Sache auskennt, dann kann man da eher was sagen. Aber meistens sind solche Leute anders in ihrer Ausdrucksweise. Man merkt halt gerade Kinder, sehr junge Leute, wie sie was schreiben. Dieses... Da denkt man, man weiß halt direkt, alles klar, der ist nicht nur unerfahren im Spiel, sondern auch im Leben. Weil diese komplette... Ja, der Ausdruck eben fehlt. Also wenn ich... Wenn jemand meint, also es wäre irgendwas so und so. Es gibt so viele Leute, die das wunderschön umschreiben oder beschreiben können, was los ist. Aber es gibt dann diese Leute, die direkt schreiben. Und das kann ich nicht so extrem, also das kann ich halt nicht ernst nehmen. Und vor allem, what the fuck, seit wann kann ich das unten abdrehen, hier mein Mikrofon. Und ich habe das Ding schon seit 5 Jahren und kann da unten was abdrehen. Naja, und vor allem, wenn es dann in die Negativität reinrutscht. Dann lösche ich die Sachen meistens, weil dann Leute von euch kommen, also von den guten, ihr halt, die Community, die auch ein bisschen Ahnung von der Sache haben und ihn dann vielleicht, also mit ihm dann hin und her diskutieren. Und das soll ja hier ein Ort der, also Diskussion, ja, aber negativ mit Beleidigungen, nein. Und ich will nicht, dass ihr euch da gegenseitig dann angreift, beziehungsweise ihr, dass ihr angepimmelt werdet von irgendwelchen Dödeln. Deswegen, worauf ich hinaus will, wundert euch nicht, wenn ab und an mal ein Kommentar, vor allem wenn es schon einige Antworten gab, wo ihr dann rumgestritten habt, vielleicht dann auch gelöscht wird. Alles, was in eine normale Diskussion führt oder zur normalen Diskussion dazugehört, ist völlig cool. Es kann auch ruhig so ein bisschen negativ sein, dass man sich so meinetwegen etwas anzeckt. Ist auch in Ordnung. Aber wenn es wirklich, wenn dann meistens von den Neuen... Von den Leuten, die man halt nicht kennt aus unserer Community, wenn die dann zu Schimpfworten greifen und das ausartet, dann, dann lösche ich den Hauptkommentar, dann verschwindet auch alles andere. Also wundert euch da nicht, wenn da sowas passiert, dass mal was wegkommt, weil ich, das hier soll ja ein Hort der, nicht der kindhaften Freude oder sowas sein, dass man da beschützt ist in seiner Safe Zone oder sowas, ja. Man kann ruhig richtig hart diskutieren. Aber diese unnötige Schimpferei, also wir sind hier halt nicht auf einem Kinderkanal, wo dann, deine Mutter und sowas hin und her, ne. Wir sind hier auf einem ernsten Recherchekanal. Willkommen zu Bibel TV. Man setzt die Brille nach oben ab, ne? Fuck. Das ist schlimm, wenn man keinen Brillenträger hat. Willkommen zu Bibel TV. Wie so eine devote Sekretöse, die Brille nach unten macht. Naja, das wollte ich nur nochmal sagen. Das ist ganz, 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 ganz selten, dass ich jetzt mal was lösche, wenn es ausartet. Aber ab und an passiert, nur dass ihr euch halt nicht wundert. Und dann generell, vielleicht einfach so als Tipp, gerade an die ganz Jungen, aber auch an die Älteren, die es vielleicht nie gelernt haben, wenn ihr anderer Meinung seid als jemand anderes, dann muss es nicht zwingend in Beleidigungen ausarten, sondern das kann, man kann wirklich so, ah, da bin ich anderer Meinung, da könnte man, hast du das, überleg mal ganz genau. Und nicht dieses, Fickfrosch, Punkt, Punkt, Punkt. Das hilft keinem weiter. Ja. Und vor allem sollte man immer gucken, dass man seinen eigenen Horizont halt erweitert, anstatt an diesen veralteten oder in diesen eingefahrenen Schienen zu... Klar, es ist leicht, in den eingefahrenen Schienen zu bleiben, das weiß ja jeder. Aber man sollte versuchen,
den Fehler zu erkennen. Wenn man ihn nicht erkennt, okay, dann schwimmt man halt ewig drin rum. Naja, trotzdem eigene Fehler erkennen und auch anerkennen. Vielleicht auch zugeben, wenn das nötig ist. Und dann halt versuchen, weiter zu arbeiten. An sich selbst. Und an seiner Kommentierweise oder wie auch immer. Also, auch ich war gestern wieder bei Wallen im Stream und da hat dann auch jemand angefangen, im Chat rumzupimmeln. Es ging dann so weit, dass er, es war sogar ein Mod, es ging so weit, dass er entmoddet wurde. Und ich glaube, es war auch noch ein sehr, sehr junger Herr. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und sowas nervt halt dann echt, wenn man ist ja irgendwie doch verantwortlich. Also, ihr wisst, was ich meine. Man ist als YouTuber oder Livestreamer für seine Community verantwortlich. Ohne dass es abgehoben oder überheblich oder wie auch immer klingen soll. Das ist, denke ich, für alle vollkommen verständlich. Übrigens, warum ich so ausschweife, ist auch oft der Grund. Genau diese Leute. Wenn man sowas nämlich nicht direkt erklärt, was man zu 100% meint, dann kommen solche und machen... Guck mal, wie er runterguckt sogar. Was für ein verschissenes Arschloch, Mann. Naja. Das ist ein Bastard. Widerlich. Ach, ich hab wieder nicht auf Bunny Hops geguckt übrigens. Ja, wenn man ist irgendwie verantwortlich und dann fühlt man sich echt so ein bisschen schlecht, wenn es Azores gibt unter den Zuschauern. So, ja, auf jeden Fall das hier und das hier. Ich habe leider nicht nach diesen beiden geschaut, überhaupt nicht. Er wird so oder so zu 100% weggebannt, also schon für eins von diesen beiden. Aber es gibt sogar die doppelte Packung für ihn. Und was ich noch sagen wollte an jemanden, mit dem ich letztens gesprochen habe, ja, einer hatte einen Tilted Screen. Hier Upside Down Fuse, ich glaube, das ist es. Wenn das irgendwie gedreht ist oder wie auch immer, dann muss man das Other External Assistance andrücken und auch nochmal zu einer, um es nochmal anzuhängen. Mir wurde auch gesagt, wenn ich solche Boost-Spiele sehe, wo Leute AFK sind und dann von dem anderen Team nur einer am Start ist und immer wieder die Kills macht, also halt einfach so ein Boost-Game, wo sich Leute downranken und andere gleichzeitig upranken, dann werden die nicht nur mit einem Grief bestraft, sondern auch mit Other External Assistance, weil sehr viele Downrank- und Uprank-Anbieter eine extra Software haben, die man installiert, um die Spiele zu finden, dass man mit den Leuten halt auch connected, ne? Also dass man Downranker mit Upranker und so weiter, weil dann kann man doppelt, also dann so arbeiten die halt doppelt effizient, weil man die Downranker hat und die Upranker, ihr versteht, was ich meine, und man muss denen dann auch Other External Assistance drücken. Man kann es zwar nicht zu 100% wissen, ob das jetzt nur eine Website war, wo sie direkt über die Site joinen und dann einfach nur den Bootstrapper über die Seite anmachen und reinjoinen, oder ob sie sich ein externes Programm runterladen, aber man sollte sich natürlich im Klaren sein, wenn man sich boostet, egal ob down oder up, dass man gefickt werden kann, sobald das rauskommt. Und auch hier nochmal, diese Spiele werden vom System erkannt, weil gefragt wurde, ja, wer reportet denn da? Das System merkt diese Anomalie im Spiel. Es ist nicht normal, dass ein Spiel so verläuft, dass ein Team die ganze Zeit steht und das andere zu einem kleinen Teil aktiv ist oder zum ganzen Teil aktiv ist und die ganze Zeit nur Kills macht und die Runden so verlaufen. Das erkennt das Spiel und spürt diesen Fehler. Und dann ist rum. Mit der ganzen Geschichte. Ja. So, lass mich kurz gucken. Ich glaube, heute haue ich die Aristokrat raus. Ja, komm. Eine Stat-Track. Auch Aristokrat. Aristokrat. Ihr müsst wirklich höchst nebenbei etwas schreiben. Und zwar folgendes. Und mit meinem nebenbei meine ich, wie auch letztes Mal, nicht einfach jetzt diese Antwort, die ich hier möchte von euch, sondern es muss ein Kommentar schon da sein. Und dann schreibt ihr, und das ist der Trick dabei, ganz, ganz tief, ganz oft auf Enter, dass man auf Öffnen drücken muss oder auf Mehr anzeigen. Dass man das nicht mehr einfach so sehen kann. Dann schreibt ihr da ganz unten folgendes hin. Und zwar, wartet kurz, wie gut euer Toilettengang heute war. Ob es gut lief oder ja schlecht, stockend, explosiv, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen, macht gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.